lassen hatte, nachholen. Nämlich das zu wiederbeleben. Keine Ahnung, irgendwann hatte ich es, glaube ich, gelassen. Dass es einen Kugli gibt. Daka, daka, daka. Und speichern. Bin echt froh, dass Speichern keine nur negative Zustände fährt und nicht auch positive. Sonst würde ich hier irgendwo mit deutlich weniger HP in den Kampf gehen. So, schauen wir doch mal, was uns hier erwartet. Ein Feuerviech in einem Wald, das ist eh schon so... Weiß nicht. Oh, ein Bomber. Ein etwas verrückter Bomber. Oh, mehr Bomber. Gut, ich denke, die Wasserkugeln sind ganz gut aufgehoben. Wir werden das machen. Königsbomber... Die kleinen Viecher sind 32, das ist eigentlich managebar. Friend greift normal an, du bemühst. So. Oh ja, der Königsbomber ist ziemlich resistent gegen Wasser oder gegen Friends Schüsse, je nachdem. Damit hast du dich gerne weg, weil der kann ziemlich schnell explodieren und das gefällt mir. So, einer ist weg. Zwei sind sogar schon weg. Oh, wie schön. Gut. Ja. So. Was machen wir jetzt mit dem? Sagen wir, probieren einfach mal, was Aqua an dem anrichtet. 900 Schaden. Nächster Versuch, Eisbar. Hm. 600 irgendwas. Okay, also so richtig gute Heilungszauber haben wir hier nicht. Zauberangriffe haben wir hier nicht. Ich denke, da werden wir mit... Versuchen wir das doch. Wie das mit der jetzt? Lass doch das bleiben. Ui. Ui, Bio verursacht Schaden. Alles klar. Richtig. Oh Gott, wie viel ruft denn? Oh mein Gott. Das ist nicht nett. Ist das Öl durchgekommen oder habe ich es abbrechen können? Nein, ich habe es abbrechen können. Sehr gut. Bio macht gewaltig viel Schaden. Oh mein Gott. Bio ist ein neutraler, elementarer Zauberangriff. Den kann ich gegen Trickster oder andere Gegner, die sich gegen Elemente immun machen, verwenden. Das wird extrem hilfreich werden. So, insgesamt macht der Königsbomber ganz gut Schaden, muss ich gestehen. Wir haben ihn jetzt gemacht. Das ist schon mal gut. Oh Gott, wir haben ihn gestürzt. Ich bin so froh. Jetzt will er wieder... Ach ne, kurieren. Ach, der heilt sich von Zuständen. Ja. Warte. Nicht dein Ernst. Was zum Henker war das? Okay, gut. Wir lassen das mal... Wir lassen jetzt mal das Ganze so sein. Gut, wir haben ihn wieder mitgemacht und Sturz. Das ist schon mal gut. Ja, man kann Leute stürzen. Man so müsste den Gegnern eigentlich stürzen und gleichzeitig geben. Nee, halt, wir lassen das bleiben. Wir hauen einfach weiter den Königsbomber. Bis der ganze Kram sich ordentlich zusammenzieht. So wie jetzt. Na, da können wir schon mal nämlich gleich viel effektiver unsere Zauber verwenden. Ja, wir bleiben dabei. Das ist momentan unser stärkster Angriffszauber, so traurig das auch klingt. Ich habe nämlich den Verdacht, dass das Kurieren vielleicht nach Zeit gesteuert ist und nicht nach HP oder so. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur mehr auf den
Königsmauer mal konzentrieren. Dann, seine normalen physischen Angriffe sind auch Feuerelementar, da wette ich. Und deswegen verursacht er jetzt einen Frenzy für Schaden. So, welche das? Wisst ihr was? Eis war nicht besonders. Belias will ich am allerwenigsten rufen. Mateos habe ich noch nicht gelernt. Na, wir machen mal weiter erstmal. So. 2000 Schaden. Jetzt muss ich aufpassen. Und ich habe meine Dings voll gekriegt. So, okay, gut. Ich habe jetzt einfach mal den Meteor drauf gemacht, weil ich nicht wusste, ob er jetzt halt Kurieren verwendet oder Dings. Oder sich nur eine Verstärkung ruft, aber es scheint, es ist wirklich zeitgesteuert. Und das heißt, hiernach sollten wir eigentlich ziemlich gut dastehen und den Krams relativ gut beendet bekommen. Here she comes. Technik ist nicht so tolles, aber egal. Ups. Oh, na gut, okay. Zweier-Technik gegen eine Dreier getauscht. Kann ich mal sehen. Wenn jetzt das Mutiges nachkommt. Zählt das vernünftig? Wir haben schon drei Dreier-Techniken hier mit. Das ist schon ordentlich. Lustigerweise auch alle drei von Bau 4. Mir ist es seltsam, eine Bombe mit einem glühenden Stück Felsen zu bewerfen. Aber wenn es funktioniert, bin ich damit zufrieden. Ich bin da echt nicht wählerisch, ne? Also. So. Na, schade. Hätte ja sein können, dass man nochmal einen Drillingsmeteor kriegt. Insgesamt haben wir ziemlich viele hochkarätige Techniken. Das heißt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir ihre Zweier verwenden. Das dritte Mal, weil wir ihre Dreier. Und insgesamt stehen wir schon ganz gut da. Es könnte sein, dass wir diesmal den Finisher sehen, der stärker als die Eruption ist. Das Ding, das optisch nach Wasser aussieht. Na, schade. Okay, was heißt schade? Wir sind trotzdem bei 9 Treffern. Das ist schon gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Lumineszenz. In der Tat ein anderer, das heißt stärkerer Finisher. Hey, das sieht ziemlich fancy aus. Und das Ergebnis sind 16.000 Schaden. Das ist okay. Gut, um ehrlich zu sein, ich wusste, dass man hier gegen den Bomber kämpft irgendwo. Danke, Arschloch! Einfach aufgrund der Tatsache, dass der Bomber hier im Wald auf dem Boxart drauf, auf der Spielehülle drauf ist. Ja, toll. Dieser blöde Bomber hat uns den Weg nach Nordwesten kaputt gemacht. Toll! Na gut, gut, dass wir fähige Bauarbeiter gleich nebendran haben. Vielleicht können wir jetzt die ganzen Faulenzer motivieren gehen. So. Oh, da ist noch einer übrig. Das ist so schrecklich. Vorher checken wir nochmal, habt ihr das hier wirklich richtig... Nein, hier kann man lang. Oh, dann ist ja gut. Ich dachte, der hätte jetzt hier echt den Weg kaputt gemacht.
das hätte ich schon irgendwie scheiße gefunden. Aber er hat ihn nur angekratzt. Seine Kraft hat nicht mal mehr dafür gereicht. Das bedeutet, wir können uns einfach mal ganz entspannt weiter bewegen. Nein, da könnten jetzt sonst was für Gegner lauern. Wir gehen erstmal zum Speichern. Vor allem angesichts unserer MP. Wir wollen uns nicht mehr meine MP auffüllen. Bis auf Fran kann niemand mehr zuverlässig seine positiven Zustände aufrechterhalten. Und das ist doch nicht so toll. Außerdem vor weiter anquatschen. Ha. Speichern. Ja, jetzt hat er schon überall gesucht, aber außer hitzigen Monstern hat er nichts gefunden. Unfähiger Vorarbeiter kann seine Leute nicht beisammen halten. Naja. Wir gehen. Ja, komm. Ich check nochmal hier die Bude, weil an denen kommen wir sonst nicht mehr vorbei. Vielleicht. Ja, jetzt. Also wenn das Bomberzerstören jetzt nicht der Trigger war, der die Mogris sich in die Arbeit stürzen lässt, dann werden wir ihn vermutlich so schnell auch nicht finden. Besagten Trigger, weil wir machen hier sonst jetzt wohl erstmal nichts Lustigeres, außer erforschen und sowas. 2 von 3. Und demzufolge ist wird das jetzt erstmal unser letzter Besuch hier sein. Aha. Daneben. Bitte, 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 bitte. Dann halt nicht. Blöde Mogris. Gut. Also untersuchen wir jetzt den Weg nach Nordwesten. Schauen, wie weit wir kommen. Und dann gehen wir nach Osten. Endlich dahin, wo wir hin sollen. Aber ich meine, hey, wie oft ist man schon mal in Arcadia? Mit Tourismus und so. Nee, noch lasse ich Dings an. Lizenzpunkte. Ja, komm. Waff. Lass ich erstmal. Was bist du? Ach, du bist Matthäus, genau. Oh mein Gott. Wenn man schon mal so in der Nähe ist, nimmt man den halt mit. Bumm, so. Oh, das hatte ich ganz vergessen. Und 80. Balthier hat ja noch einiges an Passiven zu lernen, weil er hier so üppig bestückt ist. Das klingt falsch. Gut, die anderen. Ja, ha. Da ist noch was, was man nutzen kann. Im Großen und Ganzen. Bio. Perfekt. Ich weiß nicht, dass sie das noch nicht hat. Man lernt nie aus. Da ist noch ein natürliches Accessoire. Da ist vielleicht was, was nützlich ist. Weil. Ja, ich fange jetzt an, wirklich einfach nur so wahllos alles Mögliche hier zu lernen, weil. Ja, mein Gott. Was sonst? Ja, gut. Nicht die Magiehandschuhe. Das ist eine Lizenz, die sich wirklich nicht lohnt. Wichtig. Du. Prismastiefel. Hat sie Nihil schon? Nein, hat sie nicht. Wunderbar. Mir ist seltsam, dass mir hier noch 2 Zauber fehlen, aber ich die hier alle schon habe. Das ist irgendwie seltsam. Ich glaube, ich muss bei Gelegenheit nochmal die ganzen Zauberläden gründlich durchsuchen. Ha, ha, ha.
hier wirklich alles gelernt? Ist sowas von alles. Almosen als Verzweiflungstechnik. Warum nicht? Distanzschaden. Warum nicht? Sie steht ja immer weit, relativ, ja, eigentlich nicht so weit weg. Hauptsache, die Lizenzpunkte sind untergebracht. So. Ich frage mich, ob es einen Zustand wie Dubi hier auch für die MP gibt. Aber ich glaube, das wäre dann doch, glaube ich, ein wenig krass. Ist vielleicht nicht immer noch Stufe 40? Wow! Das Leveln wird hier echt langsam. So langsam wird das Leveln echt langsam. Gut, wir untersuchen zuerst diesen hier. Einfach weil ich das jetzt so sage. Ich könnte mir jetzt natürlich irgendein Argument aus den Fingern ziehen, sowas wie, dieser Eingang liegt weiter südlich und das heißt, er liegt näher an dem bereits erforschten Gebiet dran. Aber darauf wird keiner von euch reinfallen, oder? Oh mein Gott. Was bist du und wie hoch bist du? Antares, 33, fuck ich. Läuft, wir gehen weiter. Das sieht cool aus. Ja, locker, ne? Hält zwar deutlich mehr aus als die anderen Viecher eben im Wald. Aber das ist wohl eher gut als schlecht, weil das Viech, die bisher im Wald waren, ziemlich nutzlos. Und Stufe 33 ist es nichts, wovor ich mich verstecken muss. Also, go for the Tiger. Okay, wir haben hier eine Menge neue Gegner. Was ist das? Bagnamus. Komisches Gefiech. 36. Stärker. Höher. Immer noch keine Pan. Wow! Was zur Hölle? Heiliger Bimbam, der schmeißt mit Zeug um sich. Also, Rotzahn und so, das sind die Items, die wir sonst, die wir auch haben. Und wie man sieht, tun die ganz schön weh. Raune schon. Wecken wir sie mal auf. Erstmal diese noch. Was? Wow! Wie ist es Stufe 39? War der schon vorher 39 oder ist es jetzt durch das Fressen gekommen? Der geht ja gleich mal ganz schön in die Höhe. Ich glaube, es ist nur einer, da ist es nicht so dramatisch. Es kann sein, dass sich also durch dessen Stufe, durch das S, durch das Fressen erhöht hat. Das lässt sich vielleicht prüfen. Das ist da unten irgendwo. Ne, 35. Okay. Gut, also suchen wir weiter. Leider erstmal nicht da unten zum König Morbal hin, sondern hier zum Ausgang. Gespannt, wo das hinführt. Ich glaube, eigentlich haben wir kein Gebiet, das da irgendwie hinpasst. Guck, hier hatten wir die Mosphora-Berge, die liegen so. Ja. Oh. Falle. Das ist die erste Falle, die wir hier im Wald sehen. Ich glaube ja. Oh, so einer schon wieder. Und den habe ich jetzt zugegebenermaßen schon so ein bisschen Respekt. Weil 2000 Schaden auf Gruppe tut schon ziemlich weh. Ha. Aber ich habe auch Sachen, die wehtun. Haha. Mittels bitte nicht. Danke. Das sieht nicht nach einem Gebiet aus, das wir schon kennen, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht ist es wieder irgendein tolles Grab, so wie wir in Paramina schlupfen, den Miriam Stillschrein gefunden haben. Irgendeine alte Ruine. Wer weiß. Die Totenstadt. This is all that remains of Nabudis. 2 years ago, it was destroyed utterly by a mysterious force. The work of the Midlight Shard. This? In just 2 years? How? As the Dawn Shard brought down the Leviathan and her fleet, a fell mist spilled forth. It is like the same thing happened here. The Nethersite's mist has corrupted the life of this place. It is a necrohall overrun with beasts. We tread here on a fool's errand,
We'd best turn back. Is it revenge that you desire? Yes or no? Not this way lies the capital. The road to Arcades leads east of Silicawood, beyond the Phone Coast and Sita Uplands. Also, klar ist, wir haben nach diesem Wald noch zwei mehr Fallen. Gebiete zu durchqueren. Nope, 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 nope. Alter, ich lass mir doch nicht von der Stufe 47er irgendwelche verrückten Items in die Ohren knallen. Ganz sicher nicht. Gut, wir wissen jetzt, wo die Totenstadt Nabudis liegt und wie man hinkommt. Das soll mir für diesen Teil erstmal genügen. Alter, Alter. Stufe 50, das ist so, also fast 50, das ist übrigens ein neuer Rekord. Höhere Viecher haben wir bisher noch nicht gesehen. 47, wohoho. Ja, für die Leute, die Buch führen oder so, ich weiß nicht. Ich gehe bleib lieber jedenfalls erstmal hier im Wald. How do I even work? Ich möchte übrigens anmerken, dass diese Kombination, die der Wagen noch uns vorhin wie Born gescheppert hat, aus den zwei, aus dem Feuerzahn und dem Eiszahn, hätten wir nicht Dubli gehabt, hätte die uns möglicherweise töten können. Also die ganze Gruppe gleich. Nur mal so, als kleines Mahnmal. Der hier hat Gott sei Dank weniger Items in der Tasche. Oder will sie nicht einsetzen. Soll mir ganz recht sein. 3 von 3. Mit diesem Viech haben wir den König Morbol Eintrag in Monster. Den holen wir uns gleich. Das schauen wir uns gleich an. So. Wow, 5er Serie. Das ist auch krass. Bomber. Ach, aus den Wahrheim-Tunneln. Ja, haben wir jetzt natürlich die zweite Seite. Da, das wollte ich. Seite 2. Der Nabudis-Vorteil. Oh, das passt thematisch immer so gut. Das ist klasse. Geister, die ich rief. So, Antares. So. Ja, das sind die Verschlingen, haben wir schon mitgekriegt. Wo sind unsere komischen Bangas? Und der, ach ja, Boss, Königsbombe. Humanoide, Magnumus. Oh. Was? Ach, die haben jetzt schon eine zweite Seite. Okay, das ist interessant. Ja, das ist so interessant, was der da vor sich hin brabbelt. Der werte Herr Philosoph. Andererseits ist Philosoph, er verdient damit sein Geld, Dinge vor sich her zu brabbeln. Also lassen wir ihn mal irgendwann irgendwas mit Dreier aufnehmen. Wir leben unterdessen von Petten wie hier, von Potions, Gil und den Tränen unserer Feinde. Schauen wir mal, was uns hier noch alles erwartet. Perfekt, ein schlafender Gegner, an dem wir, ja, Level steht. Gut, den lassen wir nicht fressen. Ganz bestimmt nicht. Ja. Nope, wurde nicht gefressen. Ist dieser hintere Bereich gar nicht so groß?
Über 500 Schaden. Seltenheit. Immer noch. Ich habe immer das Gefühl, dass uns die Stärke unserer Charaktere so in den letzten, ich weiß nicht, drei, vier, also seit der Osmone eben so ziemlich stagniert ist. Unser Schaden hat sich nicht groß weiter erhöht. Dadurch, dass wir haben zwar bessere Ausrüstung, aber die Stärke der Gegner scheint da irgendwie mitgegangen zu sein. Unsere HP sind durch das Erlangen von Spiel angestiegen und seitdem auch so ein bisschen. Also ich meine, Fran hat jetzt zum Beispiel durch das Level-Up irgendwie, ich glaube, gerade mal 100 mit Dupli dazu bekommen. Das ist also 50 ohne, von der zu den 3000, die sie schon hat. Ohne Dupli ist das nicht wirklich viel. Also im Großen und Ganzen glaube ich, dass wir uns in diesem Zahlenbereich, so mit 300 bis 500 MP, okay, Ash sticht ein bisschen raus, die haben schon 600, sagen wir 400 bis 600 MP, und mit so um die 6000 Dupli HP ein bisschen dran gewöhnen können, weil das wird wohl so eine Weile so bleiben. Ist so mein Eindruck. So, was finden wir hier? Das ist, glaube ich, ein Gebiet, von dem wir noch nie gehört haben. Die Nabelsümpfe. Ich habe sie noch nie erwähnt gehört. Ich will hier ehrlich gesagt noch nicht sein, weil die sind doch ganz schön. Ja, 43 gegenüber 37. Man mag jetzt fragen, wo ist der große Unterschied? Aber wenn man jetzt mal vergleicht, die Viecher in den Lusumin waren auch nur paar. Die Viecher hier sind 35 und man betrachtet einfach mal den Stärkeunterschied. Das ist gravierend. Da liegt eine richtige Kluft zwischen. Und gerade bei Bagnamos, ne, Rotzahnwerfen und so, bin ich einfach extrem vorsichtig. Nicht, dass es von Rotzähnen plötzlich eine verbesserte Version gibt und die hauen mir die um die Ohren. Und dann kriege ich 4000 Schaden pro. Das muss ich nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt, wo es dahin geht. Das ist schön. Das ist alles, was ich wollte. Jetzt suche ich hier nochmal fix nach Pötten und dann ist es vorbei und dann ist Schluss. Du wirst den armen Schlafkuchen da hinten nicht fressen. You shall not eat. Okay, gut. Dann können wir jetzt zurück. Den direkten Weg hier runter zum Boss, zum Speicherkristall. Und dann nach Osten. Nächstes Gebiet hieß es, ist die Fonküste. Fonküste, Fonküste, ich weiß nicht. Man könnte sie auch Handystrand nennen, aber. Ja. Gott. Bei der Fonküste weiß ich noch, dass sie auch ein relativ weitläufiges Gebiet ist. Ähnlich wie sowas wie die Osmo-Ebene oder so. Das Tita-Hochland danach klingt auch so, als wäre es relativ weitläufig. Das heißt im Klartext, wir haben jetzt vielleicht gerade mal die Hälfte des Wegs geschafft. Das ist irgendwie doch schon ziemlich krass. Ich glaube, was für eine Zickzacklinie. Hab getrunken. Aber es ist, glaube ich, ziemlich trinkfest, wenn es um sowas geht. Das ist so ein mit allen Wassern gewaschener. Hier, du, was ist mit dir? Speichern für MP und so. Wir sollten bei Gelegenheit mal ein paar Telefonsteine kaufen irgendwo, wo es sich anbietet. Denn 16 sind einfach nicht genug, damit ich mich wohlfühle. 36 wären doch schon viel lieber. This is the way. Ich kann mich ihre Schuhe nicht finden, weil die anderen vorlaufen. So was Böses aber auch. Tja, so ein Pech. Ich könnte eigentlich auch mal.